Servus, meine lieben Freunde. Ich bin letzter Zeit total auf SpongeBob-Trip. Echt? Ja. Oh, SpongeBob-Beste, ey. Servus, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen bei Pokémon TM. Zurück beim guten Dennis. Nordsphäre. Okay, genug Cringe. Aber wer war das mit dem Lichtschalter? Nosferatu. Wir machen heute, ich bin wieder beim Dennis, wir blödeln noch ein bisschen rum und machen heute zwei Ultra Prisma Top Trainer Boxen auf. Und ich hab mir sagen lassen, wir ziehen den krassesten Shit überhaupt jetzt aus. Ja, Boxen. Ich hab so Bock drauf. Weißt du, was geil wäre, eine Cynthia zu ziehen? Die arme Plasche. Ich hab's gestern mit Plasche wieder versucht, uff. Ich will nicht spoilern, es war ein gutes Opening, aber egal. Wir machen die Boxen auf, reiß einfach mal auf. Coole Produkte. Wir haben die Boxen wieder, ich hab die Boxen wieder von WRD bekommen. Die haben noch ein paar da von diesen Elite-Trainer-Boxen von Ultra Prisma, wenn ihr da was haben wollt. Unten in der Beschreibung ist der Link, da kommt ihr zu WRD. Und mit meinem Code PokémonJM kriegt ihr auch noch 5% Rabatt auf das gesamte Warensortiment. Hast du deine Top-Trainer-Box sogar zerrissen, weil du keinen Platz mehr hattest? Leute, er zerreißt Top-Trainer-Boxen, weil er keinen Platz mehr dafür hat. Das ist sogar eine Kräfte im Einklang, Alter. Wow, mein Herz blutet, ey. Ich will da gar nicht durchgucken durch den Müll, ey, was da noch drin ist. Die Kräfte im Einklang, da habe ich eine Erklärung. Es war dunkel und ich bin draufgetreten. Okay, das verstehe ich. Also, unsere Objekte der Begierde sind natürlich, ich muss jetzt mal ein bisschen hier Serious Talk reinbringen, die Gold-Lunala oder das wunderbare Gold-Solgaleo. Oder aber diese heiße Braut hier, die mit euch auf ihre, mit ihrem nackten Finger zeigt, ne? Die gute Cynthia. Oder aber Lilly. Ah, oh, Lilly wäre natürlich auch eine Money Card. Ey, wir haben auf der Gamescom jemanden gesehen, der hat eine Lilly für 40 Euro verkauft. Was? Das ist aber billig. Das ist eine günstig, ja. Ich glaube, Plush will sie heute noch kaufen, wenn sie noch da ist. Der hat auch eine Cynthia für 40 Euro verkauft. Das war irgend so ein Kartenshop, aber keine Ahnung welcher. Okay, die. Was kriegt man? Da kriegt man ein Deck, ne? Dann lege ich den zur Seite, den Code. Ich habe tatsächlich 8 Booster in meiner ITB. Hättest du das geglaubt? 8 Booster? Ja. Kann man weniger haben? Ja, wenn du Pech hast, hast du mal 7. Oh, das ist schlecht. Also hier haben wir die tollen Sleeves noch. Die Lunala mit Helm Sleeves und die Solgaleo mit Helm Sleeves. Mhm. Genau. Und dann würde ich mal sagen, ich zähle mal meine Booster. Ich habe auch 8. Dann gönne ich dir jetzt mal den Vortritt. Okay. Sortiere mal die guten Booster kommen zum Schluss. Und bei denen sagt man ja, da sind die Hits drin. Gut, dass ich 3 davon habe. Ich habe auch 3. Und fange einfach mal mit Solgaleo mit Helm an. So, hier können wir auch wieder einen normalen Kartentrick machen. Moment mal, wie viele Giratinas hast du? 1, glaube ich. Ne, 2. 2 Giratinas. So, habe ich den Kartentrick jetzt noch nicht gemacht, glaube ich. Nee. Ich bin jetzt gespannt, was du da rausholst. Ich bin auch gespannt. Also, wir drücken uns die Daumen, dass wir natürlich was Gutes ziehen. Eine Cynthia wäre top. Schilterus, unbekanntes Fossil, ein Kramurx, ein Magnetilo, Schneebedeck, Charmian, ein Driftlon. Dann haben wir einen Venuflibus, Reverse und die Rare ist ein Magiana, Non-Holo Rare. Also, erstmal nichts. Erstmal nichts. Man muss sich ja auch steigern können, ne? Eben, ganz klar. Wir müssen langsam anfangen und immer besser werden. Und fangen mit einer wunderbaren Elektroenergie an. Einem Panpyro, Feuerdisc. Wie waren die Gamescom so? Jetzt nehmen wir ein paar Eindrücke, damit wir nicht die ganze Zeit... Gamescom. Was ist die Gamescom? Was bedeutet die Gamescom für dich? Stress. Naja, es war eigentlich relativ... Also die Merch-Halle war eigentlich so ziemlich das Highlight. Ist eigentlich immer das Highlight für mich auf der Gamescom. Weil du halt so viel Stuff bekommst. Hast du was gekauft? Eine Figur habe ich mir nur gekauft. Oh, okay. Also, wir haben ein bisschen durchgeguckt. Booster, Pokémon-mäßig war jetzt nichts dabei, was mich super interessiert hätte. Ich habe mal gemeint, ein Dschungel-Display zu sehen, aber das war dann ein Dschungel-Themendeck-Display für 500 Euro. Ja, war mir aber dann auch zu teuer, nur für Themendecks. Ansonsten gab es halt dieses Vintage-Zeug von Sascha zu kaufen, zuhauf, diese Diamant- und Perl-Booster, aber ist halt überhaupt nicht meins und von dem Rest. Eher so weniger oder war halt dann super teuer. Und so Vintage kann es ja auch nicht sein, wenn es noch in Massen vorhanden ist. Ja. Eben. Heatran Reverse Rare. Oh. Und ein Bolterus. Bolterus Holo. Es geht weiter mit Holo. Das heißt, ja, ist ganz gut. Wir steigern uns jetzt. Wir steigern uns so ganz langsam. Nee, aber ansonsten war es ganz okay. Es ging halt super zu. Ne? Ist halt wie jedes Jahr. Muss es überall anstehen. Bei 2-3 Sachen haben wir uns angestellt. Pokémon konnte man nicht spielen. Weil? Weil es ab 5:30 schon, 5:30 glaube ich, war es schon zu, dass man sich nicht mehr anstellen konnte. Dann musstest du über 3-4 Stunden anstehen. Wow. Und es war dann auch zu krass. Wir wollten uns am Abend dann nochmal anstellen, aber um 5:30, als wir eben hinkamen,
haben sie dann gemeint, nee, nichts mehr anstellen, weil die stehen, die in der Schlange stehen. Ich hab auch eine Holo. Wow, und Shellterra. Also leider kein Pokémon Schwert und Schild anspielen können, aber es war eh nur die Demo, die auch auf der E3 war. Also du konntest nichts Neues machen. Nur dieses Wasser-Gym quasi durchspielen, ja, okay. Und das war's halt. Keine neuen Pokémon und so, nichts. So, 4, genau. Dann eine Pflanzenenergie. Oh, eine Lilly. Magneton, ein Adressbuch, Gliebunkel, Bronzel, Kaumalat, Pachirisu, Yanma, Alola Kokowai, Reverse Rare und die Rare ist ein Lamelux Non-Holo Rare. Also nichts. Also, es wird langsam. Weißt du, was echt mies ist? Diese Hidden Fates Booster, die verwöhnen einen des Todes. Man gewöhnt sich so stark an Hits. Es war halt teilweise so, dass ich und Plushy Booster aufgemacht haben und wir hatten in zwei Boostern nichts drin und dann hatten wir direkt so eine Downphase. So, yo, okay, zweites Booster ohne Hits. Und jetzt machst du sowas auf und es ist halt auch viel trauriger, wenn du dann irgendwie fünf Booster aufmachst und hast einfach gar, oder acht oder zehn und du hast einfach gar nichts drin. Ja, ist schon traurig. Also deswegen Hidden Fates, oh, sehr, sehr geiles Set. Aber Ultra Prisma ist nichtsdestotrotz auch ziemlich cool. Vor allem, wenn man eine Cynthia zieht. Oder ziehen will. Naja, ziehen will man viel, aber man muss sie natürlich ziehen, das ist super gut. Lebelpfeife, Bojelin, Lilly, haben wir eine Skunkapoo, Mangunior, Magma, Alola Dicta, Sneeble, oh, ein Reverse Holo, Bronzong und die Rare ist ein Piondragi. Non-Holo Rare. Auch so ein undankbares. Ach ja, Mann. Vier Booster haben wir jeweils noch, oder? Mhm. Nee, ja doch. Du nach dem hast du noch vier auch. Wenn das jetzt so ETBs wären, wirklich, wo überhaupt kein Hit drin wäre, das wäre schon traurig. Das wäre vor allem, wenn es zwei wären, Alter, das wäre noch trauriger. Griff, Zeppeli, Mars, Schlappohr, Cosmog, ein Owei, Schlurp, Bammelin, Evoli. Oh, ein Evoli! Oh! Lamelux und. Oh! Oh, wow, Palkia! Wie nice. Palkia Soho! Aber das ist falsch. Aber ich lief's trotzdem. Denn bei uns werden die Karten selbstverständlich gesleeved. Und nicht einfach so durchs Video geworfen, ne? Ja. Oh, boy. Ja, so, wir machen wir den Kartentrick. Business, ja. Also, Dennis muss. Oh, wir haben eine Cynthia, aber nur eine normale. Chelka rein, Fluchtbord, Electek, ein Hass. Hast du den Code rausgenommen? Ich habe den Code rausgenommen, ja. Da hast du jetzt was Krasses da drin. Echt? Oh no, Panflam. Driftlon. Wir haben eine Full Art. Wow, ein Kaguron. Wow, nice. Ja, komm, Hit ist Hit. Immerhin ein Hit. Ja. Hashtag immerhin ein Hit. Und es ist ein Premium-Hit, weil ich zähle die hier schon ab Premium-Hit, weil die normalen GX, das kann jeder. Ja, die ist es nicht, aber es ist halt ein unterer Premium-Hit. Gehobene Mittelklasse. Das Kaguron. Ist halt leider nicht. Ah, da fährt hier jemand mit seinem Anhänger durch die Gegend. Das Problem ist halt Kopfsteinpflaster, ne? Ja. Ist egal. Das hört man dann auch im Video jetzt extrem. Ja. Skunk-Tank. Wir haben Elektro-Disc. Graderberg. Oh, Graderberg. Den gibt es übrigens auch als Hidden Fates, als Full Art. Ja. Schneebedeck. Oh, muss ich auch mal Charmian. Es gibt noch so viele Driftlon, Karten. Bobungus. Oh, Cosmog. Und? Ach, Alola Sandana. Alola Sandana. Naja. Mal weit ein bisschen. So, dann geht's jetzt zu den Lunala mit Helmbooster. Stimmt. Jetzt kommen eigentlich die eigentlichen Hits. So, Booster. Code packen wir weg. Vier nach vorne. Ich schreie die Bude zusammen, wenn eine Goldkarte drin ist. Wow, oh mein Gott, das wird so heftig. Aggregatenergie, Cosmowurm, Lebel. Dann haben wir Kramwurks. Oh, Nebuli. Alola Vulpix, Skunkapu, Mangunia im ersten Video, das ich mit Plushy gemacht habe. Kramwurks Reverse und Magneson Holo. Hat sich halt ein paar drüber lustig gemacht, weil wir so rumgequietscht haben. Und eine hat sogar drunter geschrieben, wenn man die Augen zumacht und dem Video nur zuhört, könnte man meinen, ich mache mit Plushy einen Mädelsabend. Beim Evoli. Und es hat sich jetzt so als Ding eingebürgert, dass wir halt jedes Mal kreischen, wenn wir einen Evoli ziehen. Warum nicht? Wir haben aber leider nicht geschafft, einen Shiny zu ziehen. Das ist leider schade. Oh, und Shellterra. Und? Oh, Piondragi. Ich überleg gerade, was überlegst du? Ah, ne. Guckst du, was das stimmt ist? Ja, ich habe gerade das Shiny Evoli gesucht. Aber das ist irgendwo im Ach so. Haufen verschollen. Oh. Egal. So.
Gut, wir fangen an mit einer Wasserenergie. Unbekanntes Fossil. Kinoso, ein Mangospector, Haspiroa, Hippopotas, Quatermak, Shinux, Venofliebis, ein Bronzong Reverse und die Rare ist ein Aranestro Nonolo Rare. Oh, ich hätte gerne noch einen Hit. Ich auch. Zwei Hits aus zwei ETBs ist halt schon ein bisschen so meh. So semi-geil. Aber ich muss ehrlich sagen, die letzte Fuhre ETBs, die wir hatten, das Video kam noch nicht. War auch nicht so geil. Auch nicht so geil. Tortunator, Kramchef. Die waren aber auch nie wirklich so gut, die ETBs, habe ich so gesehen. Kramworks. Vollpix. Skunkapu. Mangunio. Achtung. Roserade. Roserade, Reverse und. Oh, immerhin Luxstar. Naja, immerhin. Hashtag immerhin der Holo. Wer hat noch eigentlich etabliert? Blau Plushy, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß bloß, dass wir so ein Perfect IVs Video zusammen dann gemacht haben bei mir. Als wir die Kräfte im Einklang ETB aufgemacht haben. So, eine Psycho-Energiekarte, eine Aggregat-Energiekarte, Flipprin. Hast du auch noch eins? Ja. Oh. Kommandutan, Haspiroa, Hippopotas, Quatermak. Guckst du schon durch? Immer. Venofliebis. Aber ich hab die Rare leider nicht gesehen. Kaumolat, Reverse und ein Chilterra. Die Rare hat ziemlich an der Reverse geklebt, deswegen hat man nichts gesehen. Also, ich habe eine wunderschöne Pflanzenenergie, den Lebel, der sich jetzt überlegt, Genau. Warte mal. Venofliebis, Kramwurks, Magnetilo, Bubungus. Und die letzte Rare ist ein. Ja, Kabufala. Ja, Resümee. War halt so okay, würde ich mal sagen. Ne? Okay ist irgendwie. Okay, Full Art Kaguron okay. Und ein Palkia Normal Art GX. Immerhin zwei Hits. Also es war immerhin in jeder ETB ein Hit. Die Goldfingers haben leider nicht zugeschlagen. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen. Wir haben noch eine Chance auf eine Goldkarte. Wir haben noch kolossale Kräfteboxen von Meister der Drachen. Da könnte noch eine Goldkarte drin sein. Also, geil. Seid gespannt drauf, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Vergesst nicht, WAD abzuchecken. Da könnt ihr noch solche tollen Ultra Prisma Top Trainer Boxen kaufen, wenn ihr selbst versuchen wollt, noch irgendwie was Gutes zu ziehen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.